Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge DayZ. P wollte ich nicht drücken, M. Wir sind hier vor der Militärbasis und ich habe ein bisschen Angst, weil, ja, wir haben halt nicht so ganz so geile Waffen. Wir müssten mal zu einer anderen Militärbasis, weil die Militärbasis eigentlich jetzt nicht so, the burner, will ich sagen, dafür. Und ja, ich mache jetzt kurz, trink mal hier kurz mal was noch. Also der Burner, also hier gibt es schon gute Sachen. Aber das Ding ist, die Flasche traue ich überhaupt nicht. Das Ding ist, hier gibt es mehr Ausrüstung, Klamotten und so, Co. Ne? Ich weiß, deswegen weiß ich nicht, ob wir hier da unbedingt hin sollten. Deswegen, bin ich etwas aufgeschmissen, würde ich mal sagen. Da bin ich echt etwas am Hadern mit mir selbst. Und ja, weil das Ding ist halt wirklich, wohin geht man dann als nächstes hin? Es gibt zwar da oben noch ein Militärcamp, aber das da unten, es kann sich schon lohnen. Es kann sich schon lohnen. Also ich würde sagen, wir schauen da auch einfach mal hin. Na, ganz ehrlich, bevor wir hier rumkrapsen. Wir stehen ja jetzt hier kurz davor. Und das ist hier direkt bei der Straße. Ich würde auch sagen, ich hau mal hier. Ist das ein bisschen auffällig hier? Ja, ich würde mal sagen, ich hau mal hier kurz mal zwei, drei Sachen hin, dass wir halt einfach Platz haben. Das ist jetzt hier nicht so wertvolles Zeug, die Gasmaske nehme ich immer mit. Dann haben wir ein bisschen Platz hier auf jeden Fall. Ja, es schwebt da. Jetzt gehen wir in die PvP-Zone und dann gucken wir mal. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, nicht, dass wir hier weggesniped werden. Hier ist auf jeden Fall Kriegsgebiet betreten, ja. Deutlich mehr los als auf den anderen Server. Und genau das will ich ja, dass hier. Genau sowas will ich ja, dass was los ist auch. Weil es bringt mich ja nichts. Ich will kein Baby-Mode spielen. Na? Dann ist es ja für mich zumindest kein DayZ. Wir müssen weiter nach da unten. Klar können wir jetzt auch so die ganze Zeit rennen, machen wir aber nicht. Oh, ja. Schnell. Los. Bitte. Ich weiß übrigens gerade nicht, wie viel los ist auf dem Server. Das kann ich jetzt nicht sagen. Das habe ich leider nicht nachgesehen. Da sind wir und da drunter. Dann ein paar Sachen sein. Ja, moin. Fängt ja schon gut an. Du Gollum hier. Aber hier unten links, ihr seht da auch ein Schwertzeichen. Also hier ist definitiv. Ich denke mal, hier ist auf jeden Fall PvP. Also, ja, sonst würde es ja keinen Sinn ergeben. Mit Kriegsgebiet und so. Alles klar. Ja, weil er einen Kackhelm auf hat. Jetzt ganz ruhig bleiben. Sorry, dass ich jetzt gerade nichts gesagt habe, aber. Hallo? Leg doch. Ich kann nicht den Rucksack in den Rucksack legen. Doch geht.
müssen wir echt concentrated sein, vor allem ich. Machen wir hier die Tür zu. Tür hinauf. Noch ein geiler Rucksack. 80 hat er nur. Ein Visier nehmen wir nicht mit. Jedes Mal falle ich auf die Fliesen rein. Oh ja je. Oh, was haben wir denn hier? Der Zombie ist etwas nervig da draußen. Oh, 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 oh. Haben wir denn hier? Na komm. Na, das geht nicht. Schade, dass das nicht geht. Lass mir den Rucksack da. Alles mit dem. Da laufen mehrere Zombies rum. Verdammte Axt. Schau ich halt noch mehr auf. Wir rennen mal durch, wir rennen mal kurz durch. Wir rennen mal kurz durch. Mach halt nicht so einen Scheiß, ey. Ruhig bleiben, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Na komm. Komm rein, komm rein, komm rein, komm rein. Komm, 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 komm. Sorry, dass ich jetzt nicht so viel geredet habe, aber ich muss mich hier ein bisschen konzentrieren, weil der Server doch belebt ist. Gut belebt ist. Ist die besser als meine Weste? Ne, ich glaube dieselbe. Wir nehmen die Weste auch mal mit. Wird der 80 auch nur. Ein Halfter? Gut. Sieht doch recht lecker aus. Sieht doch schon mal nicht ganz so schlimm aus. Könnte da hoch auch noch gehen. Guck mal, ich guck mal, ich guck mal. War hier eine Treppe? Ja. Ah ja. Ah ja, hier war ja. Na, 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 na. Richtig viel hier im Ofen. Auch nicht. Noch eine Weste. Nehmt so viel Zeug mit, wie es geht. Auf jeden Fall. Oh, sorry, ich bin jetzt gerade etwas unter Stress, weil... erste krasse Reaktion hier wieder. Und ja. Ist, glaube ich, etwas verständlich. Keine Ahnung, was das dann soll mitnehmen. Muss auch nochmal rüber gucken. Gasmaske? Na komm. Gasmaske. Also noch eine Gasmaske, ja gut. Aber die ist nicht so viel wert, die lasse ich mal da. Das weiß ich, dass die nicht so viel wert ist. Eine Bomberjacke brauchen wir nicht. Nichts, 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 nichts. Alles zu. Okay. Weiter, 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 weiter. Wir müssen jetzt schnell hier durchgehen. So schnell wie es geht. Wenn einer kommt, muss ich ihn wegratzen.
nichts. Da liegt nichts, dann gehe ich wieder direkt runter. Was läuft noch los? Okay. Ich denke mal, wir haben auf jeden Fall Zeug gefunden, was wir brauchen können. Auch nur. Gehen mal hinten raus. Schnell. Und rüber. Rüber. Wir duften mal weg. Ich denke mal, wir haben einen guten Schlüssel bekommen. Wir dürfen mal weg. Ich muss mal noch mal eins ausfindig machen. Ich war zwar jetzt nicht krass drinne, aber ja, wir müssen mal gucken. Duften wir jetzt erstmal. Wir duften, ja, verduften. War allein der Rucksack. Geil. Schade, dass wir im Rucksack nichts reintun konnten. Das wäre geil gewesen, aber ja Gott, scheiß drauf. Black Market Trader Zone. Da wisst ihr auch mal gerne, was da. Ah gut, lauf noch einen Meter vor. Was da alles verkauft werden kann. Bei Black Market. Das ist bestimmt auch ultra interessant mal zu sehen. Puh, okay, das war jetzt mal ein kurzer Exkurs. Aber ich denke, das hat sich gelohnt hier. Makellos und makellos. Zwei Maschinengewehre. Karabiner. Naja, so ohne Aufsätze, aber. Ich denke mal, wenn man das einzeln verkauft, bringt es eh mehr Geld. 50 Kugeltrommelmagazin MXP. Ja, okay. Toll. Schön. Wo waren wir jetzt? Das war doch hier bei 17? War das bei 17? 117 hier so? Wir gucken mal. Wo war der Baum? Ich glaube, oder war es weiter unten? Ne, wir sind von. Von wo sind wir jetzt gekommen? Weiter oben oder weiter unten? Ich glaube, weiter oben. Weiter oben ist ja boah. Also von weiter oben sind wir gekommen. Und dann nehmen wir mal die Sachen mit. Da rennt ein Zombie. Der rennt im Kreis. Ja, jeden das seine. Gut, unser Blut ist auch wieder halbwegs hergestellt. Naja. Lief doch einigermaßen. Da kommen wir ja mal, kleiner Freund. Oh, jetzt sagte ich, hätte den erwischt. Wir brauchen mal ein besseres Messer. Das Kampfmesser hier, das ist ja Bullshit hier. Was wir hier haben. Oder ist sogar ein Jagdmesser. Oder ist fast kaputt. Was ist das jetzt für ein Messer? Mann! Ach ja, das Messer habe ich doch im Schuh, ich Trottel. Nee, habe ich nicht. Wo hast du das Messer? Dahin gehört nicht das Messer. Jagdmesser ist es nur. Ja gut, ein Kampfmesser wäre geil. Weil das ist ja echt für den Kampf geeignet. Wer hätte das gedacht? Und Jagdmesser ist ja nur, um Beute zu erlegen und so, ne? Ah, was haben wir hier? Oh, nehme ich mit. Naja, ein paar Sachen haben wir ja schon mal gefunden. Ich muss auch eigentlich üben, ganz ehrlich. Mit den scheiß Gewehren hier zu schießen mal. Also ich werde jetzt vermehrt wahrscheinlich auch ein bisschen jetzt schießen hier. Weil... Der hat gesessen. Weil ich halt einfach ein bisschen wieder mehr in den Aim kommen muss. Oh, hoppala. Vielleicht tschick, tschick machen und dann schießen, das wäre geil. Weil es ist ja die Mosin und nicht die SK. Ah, da daneben. Mal. Ach. Ich muss echt ein bisschen, ich muss halt einfach lockerer werden. Ich darf nicht angespannt sein, wenn ich die Waffe hier in der Hand habe. Ja, ich gehe mal kurz auf die Mosin hier. Auf DSK. Ich darf halt echt nicht angespannt sein. Ich muss locker.
Ups, jetzt haben die Skorpion ausgewählt. Ach scheiße, die waren dann. Aber habt ihr gesehen, wie wenig Schaden die macht? Ich muss halt echt einfach ein bisschen mehr. Ja, gedrückt halten, vielleicht du Troll. Muss halt einfach mehr. Mehr Flow reinbekommen, ganz ehrlich. Weil, bringt ja nichts. Bringt ja nichts. Ich glaube, ich werde jetzt echt vermehrt mal rumspallern. Weil, ihr seht ja, Nahkämpfer habt ihr ja letzte Folge gesehen. Nahkämpfer bin ich ein Gott. Aber ihr wisst, wie ich es meine, ne? Aber ich denke mal, das ist echt genau der richtige Server für mich, ganz ehrlich. Es ist PvE und PvP. Das finde ich eigentlich eine geile Sache. Das ist hier so, ja, wähl vielleicht die Waffe an. Wählst du die Waffe an? Rein damit. Aber seit wann muss man das immer neu andrücken? Ich hätte gedacht, der würde das durchgehend machen, wenn ich gedrückt halte. War mir eigentlich so danach. Okay, Türchen auf. Haben wir nichts, ein Seil. Brauchen wir jetzt noch nicht. Gucken mal. Nichts, 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 nichts. Was haben wir hier? Auch nichts. Ich muss halt echt einfach ein bisschen gelassener werden, wenn ich rumballer. Oh, auch wieder ein BK-18. Ein Drecksgewehr da. Ob wir da überhaupt Geld dafür kriegen? Das weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, das nehme ich mit mal. Geht das da jetzt hier unten rein? Natürlich nicht ganz knapp. Dann würde ich mal sagen, das da nach da drüben. Tetris-Meister. Ne, 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 ne. Na, fast. Das da geht dahin. Dann hau ich mal die Sachen da hoch. Und jetzt die Weste mal hier ran. Gewehr nehmen wir auch noch mit. Purge Day. Purge Day, das wird interessant. Alles absolut Kriegsgebiet. Wahrscheinlich alles außer halt, die Trader, Main Trader Zone, würde ich mal sagen. Ich glaube, da vorne war das jetzt. Da vorne? Da vorne doch. Da vorne, ja. Da vorne haben wir unser Zeug hingeschnattert. Naja, aber als erster Ausflug in der. Okay, auch nicht der erste Ausflug. Eigentlich auch schon eher der zweite war das, ja. Der erste, der. Ah ja. Ja, wirklich ein ganz kurzer Einblick. Das war jetzt mal hier in der größeren Base. Vorne liegt unser Zeug noch. War da irgendwas Wertvolles dabei? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Die Falle würde ich vielleicht ganz gerne mal mitnehmen. Wenn wir Platz haben. Falle würde ich echt gerne mitnehmen. Kann ich hier. Ach, das kann ich sogar. Hauen wir mal kurz hier das Zeug hier so rein. Jetzt haben wir Platz. Jetzt haben wir Platz. Ah, nee. Das, warum darf ich das nicht drehen? Das ist unfair. Große Grabe runter. Da lege ich kurz mal das Magazin raus. Und hier rein. Fernglas ist eigentlich eine nützliche Sache, aber. Ja, Gott. Benzinkanister. Der Trottel mit dem Benzinkanister. Er denkt immer noch, er kann ein Auto finden. Okay, ich schau mal, ob wir Richtung Norden hier noch ein paar Autospots haben. Das sieht schlecht danach aus. Sieht echt schlecht aus. Ah, das sieht echt schlecht aus. Das sieht echt schlecht aus hier. Autotechnisch. Aber das Ding ist, wir sind voll. Wir sind voll. Wir müssen eigentlich mal ein paar Sachen wieder verkaufen. Und ich würde sagen, ich gehe da auch dann mal wieder zur Richtung normale Trader Zone.
trinken. Ich denke, es ist nicht gut, wenn ich Benzin trinke. Ist überhaupt Benzin drin? Benzin. Moment, ich muss mal was nachschauen. Wasser. Ich finde es etwas irritierend, dass das beides die gleiche Farbe hat. Na? Also, ihr seht. Jetzt wollte ich die auf dem Bildschirm so rumdatschen. Na, dieser Blauton hier oder Türkis oder was auch immer das sein soll. Da müsste doch hier bei Benzin rot wenigstens sein. Na? Ihr wisst, wie ich es meine, dass man es so unterscheiden kann. Naja, der Trottel mit dem Benzinkanister rennt weiter einfach. Man könnte auch zu Import Cars Trader Zone. Das interessiert mich auch mal da unten. Wir rennen aber jetzt erstmal gen Norden. Vor allem der Rucksack. Der Rucksack ist 120. Das ist lecker. Das ist echt lecker. Das ist wirklich ein sehr larger Rucksack. Der andere hatte ja nur 90 gehabt, ne? Oder wie war das doch? Ja, 90. 90. Ja. Ah, vielleicht nicht rennen. Mann, jetzt ist der Kühlschrank so schwer. Wer hätte es erwartet, dass ein Kühlschrank auch schwer ist? Oh je, oh je, oh je. Ich muss auch kurz mal was schauen hier. Ja, wir laufen da rechts mal hin. Und dann gucken wir mal weiter hier. Da sollte noch ein Auto sein. Und da schauen wir noch mal hin und dann. Dann hat sich's hier, ey. Warum sollte auch ein Kühlschrank leicht sein? Ganz ehrlich, ich laufe auch immer so mit meinem Kühlschrank durch die Hut. durch die Hut. War einfach Kühlschrank unter Arm. Wollt ihr auch was trinken? Ja, Kühlschrank unter Arm und eine Autobatterie auf den Rücken geschnallt. Beste Leben. Okay. Das ist doch geil, aber das ist echt geil mit dem Rucksack. Zum Glück habe ich nochmal drauf geschaut, weil ich wollte die eigentlich verkaufen. Aber so verkaufe ich eine und behalte die andere. Hätte ich jetzt die andere Weste auch noch mitnehmen können, ich Trottel. Aber wir haben jetzt unseren Benzinkanister dabei. Den werden wir garantiert 3 Jahre lang nicht brauchen. Ich hoffe mal jetzt, dass die Waffen hier gutes Geld abgeben. Dann geht's auch hier los. Die braucht. Ja, ich denke mal, wir haben das platztechnisch gut ausgereizt. Können wir jetzt nicht mehr viel machen. Ist hier ein Waffenreparatur-Kit. Das nehmen wir gerne mal mit. Gleich mal ein bisschen Geld hier wieder sparen. Ist zwar nicht teuer, na, aber was man hat, das hat man. So einfach ist das. Nein. Muss da drüben hinlaufen. Blöd für jemanden mit einer Rot-Grün-Schwäche. Schön, dass es aber da nochmal da steht mit Main Trader Zone und Black Market Trader Zone. Ich weiß aber echt nicht, was man beim Black Market bekommt. Na? Weiß nicht. Ich muss auch mal gucken, vielleicht ist es wirklich für illegale Sachen wie Drogen in Anführungszeichen oder so. Der Black Market. Blöd jetzt gesagt. Vielleicht, ich weiß es nicht. Vielleicht kann man da auch spezielle Sachen kaufen. Ich weiß es. Ich, ganz ehrlich, kann es nicht sagen. Aber ich denke mir fast, da kann man nur Sachen verkaufen, die halt nicht so legal sind. Würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß nicht, wie das hier gehandhabt wird. Ich kann nur sagen, wie das damals beim Ortis Live Server war, wo wir da waren. Da gab es spezielle, gab es auch hier normaler Marktplatz oder wie das gehießen hat. Und da konnte man normal seine Sachen verkaufen und nochmal einen Black Market, also einen Schwarzmarkt, aber halt überall verteilt und so. Und also so Märkte, wo man halt Drogen und Zeug verkaufen konnte. Da konnte man dann an die verschiedenen Orte wie Gras und so weiter oder Meth oder so, konnte man da dann durchproduzieren alles und dann verkaufen an einen gewissen Händler. Und dann gab es aber noch so ein Banditenversteck, will ich jetzt mal sagen. Da konnte man auch hin und da dann Sachen kaufen und und. Aber das war auch PvP-Area. Ich weiß nicht, wie das hier so ist mit der Market Zone. Was da tatsächlich ist. Das müssen wir uns auch nochmal angucken. Was da alles ist, blöd jetzt gesagt. Das würde mich schon sehr interessieren. Und da hinten sind wieder die Riesenbasen. Oh Gott, ist das eine riesige Base, ey. Ah ja, das war ja hier. Das war ja hier. Okay, da brauchen wir da zum Autoplatz auch nicht mehr zu schauen.
Naja, ich würde mal sagen, ich laufe mal jetzt den ganzen Weg alleine bis nach da drüben noch hin. Und ja, falls was Spannendes passieren sollte, hole ich euch natürlich dazu. Aber ich denke mal, ich verabschiede mich dann jetzt schon mal und wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Und ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.